Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Dieses Video wird heftig. Dieses Video wird das Schlimmste, das Ekeligste, was ich je gemacht habe. Da ist so eine Dschungelprüfung ein Witz gegen. Meine liebe Kollegin von Drax Cologne, Tabea Tampon, war auf Hochzeitsreise, hat uns was Tolles mitgebracht. Wir wollten das aber nicht alleine machen, deswegen haben wir unsere Mutti eingeladen. Einen Riesenapplaus an Tabea Tampon und Molly Mautze. Unsere Mutti. Hallo. Endlich seid ihr in meinem Video. Das hat aber auch ewig gedauert. Unter Protest. Unter Protest. Ich habe gesagt, ich mache sowas nicht. Aber es muss ja mal was Schönheit in diese Videos, habe ich mir gedacht. Und dann bei diesem Video. Es hieß, wir verköstigen ein Hochzeitspräsent, was er mitgebracht hat. Wusste ich, dass das sowas wird. Ja, dieses Leckerchen aus Schweden nennt man auch Soström. Gott. Ja. Es ist eine Delikatesse. Das essen die Schweden anscheinend sehr gerne. Ich habe mir Videos angeguckt. Ich war doch etwas schockiert. Aber wir mussten das einfach mitnehmen, mein Mann und ich, weil. Es muss ja auch irgendwie was als Dank zurückkommen. Guckt euch mal an. Kann man das erkennen? Ja. Ja, ein bisschen. Da wölbt sich's und da. Aber es ist noch gut. Also, dieser Fisch soll verdammt stinken, verdammt eklig sein. Ja. Also jedes Video, was wir uns angeguckt haben, ist sofort kotzen die Leute. Das riecht wie Kacke. Auch nicht so ein Stück. Taxi! Mama, hol mich ab! Wir werden diese Dose auf jeden Fall gleich mal aufmachen. Gucken, was passiert. Finden wir das. Und gucken wir mal, falls du die brauchst. Nein, ich wurde vorgewarnt und Ulf sagte, ich hab dir was mit Straß beklebt. Und ich habe dann nur gedacht, ja, damals sagte Ulf das noch zu mir, jetzt ist es der Mösendübel. Da. Ich bin die Currywurst-Transe. Nein, also sagte auf jeden Fall, ich habe dir was mit Straß beklebt und ich kriegte direkt vor lauter Freude steife Nippel. Und was war? Eine Gasmaske, wow! Als ich dieses Ding sah, wusste ich dann wohl, was auf mich zukommen wird. Es ist eine Delikatesse. Mhm. Ich will ja, nicht. Nicht jede Delikatesse schmeckt lecker. Kann ich noch auf Metzger umschulen oder Rohrreinigungsmeister? Ach ja, und falls ihr euch fragt, wo Titiana ist, sie ist geflüchtet, sie mag sowas überhaupt nicht. Ich glaube, die hat mittlerweile den Stadtteil verlassen. Wir haben nur noch eine wehende Wig gesehen. Genau. So eine falsche Wimper. Ja, ich würde mal sagen, wir sollten mal anfangen, weil wir starten mal mit diesem Video. Und let's go. Ja, wir haben Stäbchen bereit gemacht. Wir werden jetzt jeder einziehen, wer den kürzeren zieht, darf die Dose... Nein, so haben wir nicht gewettet. So haben wir... Bei der Besprechung ja gar nicht dabei. So! Selber schon immer wieder zu spät mit ist. Mitgehangen, mitgefangen. So. Ja. Ich nehme einfach die mal... Die Gastgeberin... Wenn ich jetzt den kürzesten habe, ne? Dann geh weg. Warte mal, der wackelt der? Der wackelt mehr, ich nehme den. Na toll. Der kürzeste, die kürzeste hat den kürzesten. Oh Gott! Komm, ich halte es auf. Ist die Balkontür auf? Ja. Es steht übrigens was bereit, neben unserer Geschichte hier. Wir haben einen Kotzeimer. Warum steht hier ein Obi-Eimer? Ich hoffe... Oh mein Gott, das wird gleich alles auf mich spritzen. Ey, wenn ich davon einen Tropfen abkriege, ne? Ich töte euch! Ich schwöre es euch! Um Gottes Willen! Mama! Es ist tatsächlich auch ein Video, ich bin richtig nervös und ich hatte noch nie so Angst. Ey, ich bitte euch! Langsam. Wag es dich nicht! Langsam. Nein! Es wird ernst, Leute. Nein! Bitte! Oh mein Gott. Es ist auf. Es hat geblubbert. Es blubbert!
drin ist. Ich rieche aber noch. Ah! Hä? Ich rieche gar nichts. Bist du ruhig? Das war eine Herausforderung fürs Chef. Ich nehme alles auf den Arm. Geh weg! Oh. Norris ist nicht hier. Norris ist nicht da. Norris ist nicht da. Riecht alles weg. Schmiert oh alles weg. Das los. Ich stelle das auf den Tisch, ja. Ja. Also, ja, es schmiert alles weg. Wie diese. Ich riech doch. Hey, ich muss doch mit dem Schock. Geh weg. Mann, lass dieses Ding los. Okay, jetzt ist es da. Ey, das ist nicht dein Ernst, ne? Gott! Ey, das Tor haben wir nicht gewettet. Boss. Ey, wag es dich nicht. Danke. Cut. Nein. Schwupp. Hör mal, durch den Mund atmen, dann geht's. Da liegt unten ein Handy. Oh Gott, mein Handy. Das wird jetzt auf ewig nach diesem Fisch riechen. Es geht. Warum mach das weg? Es geht jetzt langsam. Ja, warum? Weil du die Kotze wieder runtergeschluckt hast. Boah, ich hab Gänsehaut. Boah, mir ist schlecht. Beruf verfehlt. Hast du doch gesagt, das geht? Boah, Lilly, Raumspray! Mach mal die Tür auf, bitte! Mach mal die Tür auf! Ich flipp gleich aus hier! Ulf! Gib her das Ding! Hui! So, dann wollen wir euch das ganze Leckerchen mal präsentieren? Boah, Leute, ihr seid scheiße! Ey, ohne Quatsch! Können wir nicht Leichen ausbuddeln gehen oder Hühnern den Kopf abbeißen? Da ist es. Das ist der tolle Fisch. Also wenn so geht's, aber wenn das brennt, ja so geht's. Das brennt mir in den Augen nicht mehr. Ich gehe mir mal eben Hände waschen. Das ist an Nein, du gehst dir nicht die Hände waschen. Das ist an meinen Händen. Wir sind alle voll gespritzt mit dem Zeug. Und ich sitze gleich in der Garderobe mit 15 Mann. Lilly, hörst du das auf? Es stinkt nicht mehr. Ja, es stinkt nicht mehr. Geh weg. Ist so. Du stinkst auch nicht mehr. Jetzt warten wir mal, bis Tabea wieder da ist. Das Schöne ist, das saugt sich jetzt so in das ganze Make-up und in die riesen Wigs. Das blubbert da richtig. Ach, das blubbert da richtig. Das blubbert da richtig. Frau Tampon, kommen Sie mal was näher. Ja, der genau. Fisch hat mich berührt. Der Fisch hat mich berührt. Oh, da ist sogar noch ein Schwanz dran. Boah, das war ein männlicher Fisch. Oh. Obwohl, jetzt mal ohne Quatsch. Bis darauf, dass der riecht wie die Hölle personell. Aber also, es sieht ja nicht schlecht aus, ne? Nein, träum weiter. Komm mir auf einen Meter nahe mit dem Ding und ich beiß dir den Arm ab. Boah, Leute, ey, bitte. Ich hab noch gesagt, Lilly, ich mach alles mit dir, nichts Ekliges. Und was machst du mit mir? Ulf hat was von der Hochzeitsreise mitgebracht. Boah, geh weg. Was ist das? Das Gräten oder sowas? Ja, natürlich sind das Gräten. Wenn das eine schwedische Steuererklärung wäre, dann... Oh Gott. Ein Stück ab. Oh. Ja. Ja, ich stink nicht, dass ich das Ding mache. Geh weg damit. Frau Tampon, Frau Mösentübel, rücken Sie bitte ins Bild. Machst du hin, hier, das ist damit dieser... Boah, Leute, ehrlich, ich mag euch ja, ne? Ja, ich glaub, jetzt geht's, genau, ne? Also es stinkt, aber es geht. Ja, muss nicht mehr. Das riecht wie... Boah, das riecht wie auf der Arbeit bei Karneval. Spielt da nicht mit rum, schon ein Stück. In den Mund. Ah, hör auf! Boah, Leute, der Fisch ist schon tot. Lips, mach was. Der ist so. Tsching, tsching. Der kommt schön ins Bild. Schön ins Bild, ihr beiden. Kommt ins Bild. Ich kann hier, ich hab hier gar nichts zu sagen gerade. Drei. Oh, warte, ein bisschen bekloppt. Also, ich schieb's in den Mund auf. Drei. Zwei. Eins. Und. Liebe Zuschauer, ich dokumentiere das jetzt mal für Sie.
während wir diese wunderbaren Geräusche hier vernehmen. Ich gehe mal davon aus, diese Reaktion soll uns sagen, es schmeckt ähnlich, wie es riecht. Oh, Erpelpelle. Ist das wunderbar. Jetzt müsstet ihr bitte noch die Wick hinterher schmeißen, damit es authentisch ist. Guckt euch diese derangierten Queens an. Das haben sie jetzt davon. Ja, will uns jetzt, glaube ich, hoffentlich so ein bisschen beruhigt. Das hätte einfach wegstellen. Eine neue Handyhülle kaufen gleich. So, sehr schön. Das war's mit dem Video, würde ich sagen. Ja, das war's auch. Mit dem Video. Das war's mit meinem Leben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Das ich bringe euch gerne das nächste Mal nochmal was Leckeres. Es stinkt immer noch hier, so wie bestialisch. Boah. Wie fressen die Leute das? Es wird gleich auf jeden Fall Zähne geputzt. Ja. Ach, Zähne geputzt. Ey, ich bin ja total weg. Hör mal, es gibt doch bestimmt diese Sniffer-Boys, die da draufstehen. Oh. So. Doch, die gibt es doch. Frag mal Shady. Die gibt es doch, die so diese vollgeranzten Socken aussniffen. Oh. Die stehen doch bestimmt auf sowas. Für die bist du gerade voll sexuell anreizend. Oder? Ja, die Socken riechen aber auch besser. Die Socken riechen besser. Ja, als das auf jeden Fall. Ey, ich bin gerade echt irgendwie... Oh Gott. Herr Putzel, danke ja, für die Einladung. Ihr Lieben, abonniert meinen YouTube-Kanal. Folgt Molly Mountain auf Instagram. Ja. Folgt Tabia Tampon auf Instagram. Und natürlich auch mir. Ja. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wer es glaubt. Ja, und dann sehen wir uns wie immer nächsten Sonntag. Wir werden uns jetzt abschminken, aber nicht ganz, denn der Rest macht der Gießen. Bye. Bye.